Hey, ihr coolen Horrorfreunde da draußen, ich bin der Bruger und ihr seht hier drei kurze Horror-Games, die ich für euch rausgesucht habe. Ja, erstmal möchte ich mich natürlich wie immer bei meinen lieben Kanalunterstützern bedanken. Das wären Rexbeast, For You, Simon K., Füchsin Zelda, Sora, Damien, Misama 11, Capsule, Xavenger, Patrick K., TWD, Mr. Wayne, Encore 90, Caruso, Erasion Kurane. Schreib mir bitte, wie man dich richtig ausspricht. Oder wenn es dir egal ist, dann werde ich es weiter so aussprechen. Nix da und Rufus Platus. Ihr Lieben, vielen lieben Dank und auch an alle anderen, die mich unterstützen. Da gibt es noch was anderes. Ich habe für dieses Video einen Sponsor, weswegen ihr keine Werbung sehen werdet. Aber mehr dazu jetzt. Ja, ihr habt es gerade richtig gesehen. Der Sponsor dieses Video ist Raid Shadow Legends. Mit denen habe ich schon mal was gemacht. Und durfte euch das Spiel vorstellen. Jetzt auch wieder Dankeschön für die Werbeintegration. Wenn ihr es da runterladet, bekommt ihr 100.000 Silbermünzen plus einen Helden dazu. Ich zeige euch den gerade mal ganz kurz. Das ist nämlich hier der Todessänger. Den bekommt ihr dann bei mir, wenn ihr es runterladet. Ja, der sieht schon mal ganz schön fies aus, wie so ein Urukai. Und der hat einmal kann Hauer verteilen. Das ist gut, der kriegt dann Schildbuff. Wenn ihr den Held akquirieren wollt, dann müsst ihr einfach hier oben auf diese kleine Truhe klicken. Ich habe es jetzt... Habe ich es markiert mit einem Pfeil? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier draufklicken und dann könnt ihr ihn da rausholen. Was jetzt auch ganz neu ist übrigens, ihr könnt es auch für den PC runterladen. Es ist Cross-Plattform und ihr könnt mit eurem Account euch einloggen, wo ihr wollt. Natürlich immer schön auf die sensiblen Daten achten, nicht wahr? Oh, guck mal, ich habe noch eine Fortschrittsbelohnung. Geil. Und dann haben wir hier noch die Beschwörung. Ich zeige euch gerade mal die Beschwörung. Ich hoffe, ich krieg mal was Episches. Ist natürlich eine sehr geringe Chance, dass ihr was Violettes oder Orangenes bekommt. Schade, jetzt habe ich nämlich auch keine Kohle mehr. Da seht ihr mal, die braucht ihr zum Beispiel dafür zum Beschwören, die Silber. Na gut. Aber die sehen schon alle ziemlich geil aus, ja. So, jetzt zeige ich euch ganz kurz nochmal einen Kampf. So, gehen wir mal auf Kampagne, gehen wir mal hier auf die Schlachten. Schlacht. Und ja, das ist meine Heldin hier. Oberleits habe ich die gerade rausgeworfen. Super. Hier, Talia. Sie ist richtig geil. Also sie kann dreimal angreifen mit einem Standardangriff. Sie trifft alle Gegner mit diesem Dings hier, mit diesem Angriff. Ja, und... Mit dem hier kannst du Gegnern debuffen alle und für ja, alle Begleiter im Dungeon gibt es 15% Crit. Ich zeige gerade mal kurz zur Schlacht. Also wie gesagt, die Grafik ist wunderhübsch, wie ihr seht. Ich werde mal die Animationen auf die Hälfte. Man kann es ja auch doppelt so schnell machen. Aber was soll der Geiz? Erstmal alle angreifen. Peng. Oh, das ist echt hübsch. 60 Frames, 1080p glaube ich. Und hier, boah. Wir haben alle keine Chance. Ist so lustig. Obwohl die alle einen roten Pfeil haben, heißt, ich mache eigentlich verringerten Schaden bei denen. Es gibt da so ein Angriffsrad. Und da sieht man dann, wem man extra Bonusschaden macht. Also man sieht von den Charakteren ja so eine Farbe. Und es geht dann, wie gesagt, so im Dreieck. So, warte mal, ich werde mir hier Hilfe holen. Versammeln. Peng, peng. Bam. Ja, das war es dann aber auch mit der Integration, würde ich sagen. Ihr könnt das gerne selber mal ausprobieren. Kostet nichts und ihr bekommt über den Link noch 100.000 Silber dazu. Ist eine nette, feine Sache. Auch, dass man es auf PC spielen kann. Ja, wenn man einfach mal in der Bahn sitzt, dann mal so eine Runde hier im Dungeon, das geht schon. Aber jetzt genug davon und mehr hiervon. Ich würde sagen, wir starten. Das Spiel heißt TV Night, ist das erste. Mitternacht. Mom und Dad schlafen schon. Und ich bin gespannt, was passieren wird. Zeit, Fernsehen zu schauen. Oh, ja, es ist pixelig. Habe ich auch wieder von Itch.io examen. Was haben wir denn da? Ein Poster meiner Lieblingsband, Smash Mouth. Smash Mouth ist eigentlich von Nirvana, oder? Naja, ist ja auch egal. Oh. Ein Poster von der besten Person, die existiert. Ja, das hast du nur da hängen, weil sie die beste Person ist und nicht, weil sie hübsch ist, ne? Das doch. Irgendwie kein Ton kann das sein. Ja doch, es ist sehr leise, aber... Mal gucken, was haben wir denn hier? Ich will nicht meine Eltern aufwecken. Ja, diese Itch.io-Dinger, die sind halt immer so ein bisschen... Man weiß nicht, vielleicht sind sie gut, vielleicht sind sie kacke. Haben sie den Fernseher angelassen? Als würden deine Eltern das nicht hören. Hm, alle Kanäle zeigen statisches Rauschen. Ich guck mir lieber mal die Rückseite an. Da ist ein VHS-Tape. Auf der Rückseite. Oh, wollen wir uns das Tape angucken? Vielleicht ist es ein Erotikfilm. Hoffentlich nicht mit unseren Eltern. Was für ein Cartoon ist das denn? Ein uralter Cartoon von Disney.
Finde meine Tapes. Ich wette, es ist meine Mom, die mir Angst einjagen will. Noch ein Tape in der Garage. Habe ich denn irgendwo hier eine Taschenlampe oder so? Es ist halt echt sau dunkel. Okay, ich gehe vielleicht nochmal hoch ins Zimmer. Oh mein Gott, ist das hier dunkel. Ich meine, ich muss es halt auch im Helden spielen. So seht ihr meine wunderhübsche Fresse nicht, wenn ich irgendwas für euch aufzeichne. Deswegen, bei mir ist es richtig hell und das Spiel ist echt dunkel. Bevor wieder jemand sagt, Bruga, mach doch einfach mal das Licht aus. Haha, lol, man spielt das ja auch im Dunkeln. Ja, ist korrekt. Das ist korrekt. Sir, würde ich gerne machen, aber geht nicht. Was ist das für ein komisches Haus eigentlich vom Aufbau her? Okay, wo ist die Garage? Ich will nicht rausgehen. Es gibt keine Schnur, was? Oder keine Leine, es gibt... Oh, ist das hier die Garage? Nee. Ja, ein bisschen komisch. Okay, kann ich die Lampe anmachen, bitte? Hier ist es echt gruselig. War das gerade? Oh, ist da... Oh, eine Taschenlampe! Ja, bitte! Nimm die Flashlight. Oh mein Gott. Ich habe eine Taschenlampe. Das, was man braucht in Horrorspielen. So sieht's aus, Kinder. Grab Tape. Okay. Ich hab schon ein bisschen Schiss vor dem, was passieren wird. Und erstmal mit der Taschenlampe. Gut Job. Gut gemacht. Aber es gibt noch mehr Tapes, die du finden musst. Ah, der Lagerraum ist genau hier. Ich kann sie nicht öffnen, was? Ich kann nur durch das Peephole schauen. Also durch das, durch den Spion. Ist aber nix. Wie es aussieht, oder? Ist das, wo ist der Lagerraum? Bin ich hungrig? Doch! Doch! Woher willst du das wissen? Wo ist bitte der Lagerraum? Was ist das für eine Wohnung überhaupt? Oder für ein Haus? Das Badezimmer. Was haben die für ein Bad? Vor allem haben die nicht mal eine Dusche. Ey. Für die trollt mich gerade. Hier ist nichts. Das ist der Lagerraum. Ah, was? Das ist Mysterio from a school. Was? 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 Ah, da haben wir es doch. Sehr gut. Ich habe ein Tape. Hab keine Angst. Ja, ich hab ein bisschen Schiss. Deine Eltern... Was? Honey, a hell of a time? Was, was, was? Achso, deine Eltern haben super... Haben eine tolle Zeit zusammen. Ist das da oben? Oh, das war ein laufender Fernseher. Geil. Immer Cartoons schauen, wenn ich unterwegs bin. Was weißt du? Wo meine Pornos sind? Da kommt eine Hand raus. Aus dem Poster. Okay, es ist doch ein bisschen creepy, ne? Also auch nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Der Grusel baut sich schön langsam auf. Fast geschafft. Ich bin sehr, sehr nah. Badezimmer meiner Eltern. Oh, Leute, da kommt eine Hand. Geh weg. Oh, okay, es ist echt gruselig. Was? Das Badezimmer seiner Eltern und er wäscht sich hier, oder was? Hat das ja auch eine Badewanne? Huch. Die habe ich gar nicht registriert. Das sah aus wie eine Kühltruhe. Würde auch passen zu der Wohnung. Dass jemand klopft gegen die Tür. Der Fernsehmann! Was? Okay, alles gut. Nichts Besorgniserregendes hier passiert. Alles okay. Oh, es ist schön. So ein schönes Spiel. Na? Oh, wo sind Mom und Dad?
Oh. Oh. Oh, du. Oh. Oh. Das ist sowas wie Slenderman. Was ist das, was ich am meisten an dir mag? Oh mein Gott, nein, das ist. Oh, der Fernseher. Ist, dass sich nichts aufhält. Okay. Ja, das war cool. Also, ganz ehrlich, dafür, dass es, wie viele Leute gemacht haben? 2. Und noch ein paar mitgemacht haben. TV Night. War es ganz nett. Kommen wir zum nächsten Spiel. Paralysis. Das dreht sich um Schlafparalyse. Es ist der Zustand, wenn dein Körper einschläft, aber dein Hirn auf einmal wieder wach wird. Also Melatonin ist ja das Hormon, was den Schlaf einleitet. Und dann hast du eigentlich eine komplette Paralyse, kannst dich also nicht mehr bewegen. Aber Leute, die unter Schlafparalyse leiden, die wachen dann auf. Aber der Körper ist absolut nicht funktionsfähig. Also gibt es ganz, ganz krasse Theorien drüber. Unter anderem kommt da auch Nightmare from Elm Street her. Also Freddy, ne? Freddy Krueger. Und es gibt eine sehr coole Doku. Ich glaube, die heißt Nightmare. Das kann man sich mal reinziehen auf Netflix. Ja, dieses Spiel enthält laute Geräusche und Fußt auf wahren Begebenheiten. Spiel es im Dunkeln mit Headphones. Ja, würde ich gerne, danke. Aber ich kann nicht, weil ich muss ja hier meine wunderhübsche Fresse zeigen, ne? Okay. Was passiert hier? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nur durch meine Augen sehen. Oh, das ist halt kacke, das ist so eine komplett ausweglose Situation. Sieht aus wie mein Schlafzimmer. Du kannst halt auch nichts machen. Das ist ja das Schlimme. Also, ich habe da echt schon viel drüber gelesen und es ist echt gruselig. Träume ich? Auch Alien-Entführungen kommen, glaube ich, hierher. Was war das? Oh! Was? Was? dummer Jumpscare. Was zur Hölle war das? Warum steht hier überall so Minecraft-Bäume rum? Weiß auch nicht. Okay. Ach, hallo! Bist du denn? Hallo? Nicht näher, bitte, das ist unangenehm. Was ist das denn? Bewegen, ich muss mich bewegen. Das Licht. Ich muss aufstehen. Hä? Move right arm, move left arm. Ach so, ah. Ja, und nur? Kann ich... Oh, ich kann mich bewegen. Das Licht. Was? Was habe ich jetzt gemacht? Oh nein, ich liege immer noch. Ah, das kenne ich auch. Kennt ihr das, wenn ihr so hohes Fieber habt und dann so Fieberfantasien? Wo zur Hölle bin ich hier? Oder warum zur Hölle bin ich hier? Ich kann mich nicht bewegen. Wieder nicht. Das Licht. Und ihr sagt die ganze Zeit, ich muss jetzt aufstehen, was trinken gehen. Und ihr könnt einfach nicht. Oder ihr denkt immer nur, ihr tut's. Aber ihr tut's nicht. Das ist furchtbar. Ja, der Fernseher ist echt gruselig, ne? Ich meine, Hallo? Oh! Oh mein Gott! Wiggle, wiggle. Oh, der Stuhl kommt näher. Kannst du mal mehr wiggeln, bitte? Mach jetzt, wiggle. Achso, ich muss ihn kippen lassen. Ja! Nein! Ja. Was? Hast du es gesehen?
Es gibt etwas in der Ecke deines Zimmers. Verdammt, ich habe das nicht gelesen. Ja. Nein, habe ich nicht. Bist du sicher? Sieh nochmal. Jetzt sieh hoch. Hände! Oh. Überraschung! Ja, nein, hat mir ganz Spaß gemacht. Oh, zu schade. Ich hoffe, du magst das nächste. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Ich muss ans Licht. Ich wiggle mit den Armen. Ja. Kannst du mal bitte aufhören? Lacht er so blöd? Ja. Soll ich, glaube ich, nicht bewegen. Das Licht. Hä? Sieh ich da oben an der Schnur, an der Lampe, oder was ist hier los? Lieg halt schon wieder im Bett. Die faule Sau liegt immer noch im Bett. Schon wieder. Warum? Weil du überhaupt nicht aufgestanden bist. Ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Ich finde, das hätte man auch gruseliger machen können. Was zur Hölle? Warum kommt es nicht einfach rein, wenn es ein Monster ist und tötet mich? Le Jumpscare? Ihr merkt schon, was meine Meinung von dem Horrorspiel gerade ist, oder? Ist halt nicht sehr gruselig. Ist ein bisschen vorhersehbar. Gerade mit Schlafparalyse könnte man so viel machen. Komm, stimmt wieder, was auf mich zugeflogen, hä? Sehr gemein. Ich dich aber nicht. Unfaire Voraussetzung, oder? Was? Curb your anxiety. Oha. Gollum. Wir treffen uns endlich. Aber ich wackel die ganze Zeit. Okay. Es ist Gollum. Werde ich an dich sehen? Was ist, wenn ich das jetzt nicht schaffe? Oh Mann, wie oft muss ich da noch? Oh! Bist du nicht? Ich bin dein schlimmster Albtraum, sagt er. Das Licht. Oh Mann, das Schlimme ist, man kann halt auch nicht wieder einschlafen, ne? Ich hab's geschafft. Es ist vorbei, ich bin zurück. Ich will runtergehen, um etwas zu trinken. Okay, was ist jetzt? Warte. Wait, what? Ist es wirklich vorbei? Nein. Ja, okay. Ja, super. War jetzt nicht so, ne? Aber Schlafparalyse ist wirklich eine fiese Sache. Also in der Doku, da ist auch einer, der ist halt total durch mit der Welt. Also der ist total fertig, weil er schon so viel schlimme Albträume hatte. Und er sagte, er hat schon wirklich körperliche Schmerzen gespürt, ja? Normalerweise ist alles nur im Kopf, aber er sagte, er spürt wirklich Schmerzen und er hat Angst, dass er dann irgendwann sterben wird. Und er hat auch so Augenringe, wirklich Augenringe des Todes hatte er. Armer Kerl, was ist dein schlimmster Albtraum? Schlechte Horrorspiele. Das ist mein Albtraum. Wenn ich jetzt mein Leben lang schlechte Horrorspiele spielen müsste, dann... Wäre nicht gut.
Ja, kommen wir zum letzten Spiel. Visitor. Nehmen wir an, da will uns jemand besuchen. Ist ja eigentlich ganz nett, wenn man auf sowas steht. Oh, ist klar. Ich hätte jetzt mit was anderem gerechnet. Ich habe jetzt ehrlich gesagt an Aliens gedacht, aber... Oh. Habt ihr gesehen, da ist einer gelaufen. Okay, also so sieht es schon mal ziemlich nett aus, ich muss sagen. Okay, hier ist wohl jemand draufgegangen. Ich will mal so ein Schild schnappen. Ist das vielleicht eine Wikinger? Nee, es ist keine Wikingerstadt, das sind Blockhütten. Also so mit Baumstämmen gemachtes. Keine Ahnung, was es sein könnte. Und überall Blut, also... Hier hat wohl jemand ein bisschen geschlachtet, hä? Upsi. Ich merke schon, wir kommen hier nicht mehr weg. Und überall... Oh, guck mal, die Krallenspuren, Alter. Ja, okay, ich glaube, wenn es was zum Kämpfen ist, weiß ich gar nicht, ob ich es so cool finde. An den Schmied von Burton. Es ist zur Aufmerksamkeit Ihrer Majestät gekommen, dass ihr weiterhin die Mine oder aus der Mine fördert, die verschlossen oder die versiegelt ist. Ja. Dies ist eine direkte Order des Königs, alle Minenaktivitäten einzustellen und den Eingang sofort zu verschließen, also zum Einsturz zu bringen. Der Kurier wird 7 Tage lang in Burton bleiben, um sich zu versichern, dass die Anweisungen des Königs befolgt werden. Wenn am 7. Tage keine Neuigkeiten zu eurer Hoheit zurückgelangt sind, wird eure Majestät eine Armee entsenden, um den Eingang der Mine selbst zu versiegeln und Burton für seine Missachtung der Anweisungen zu bestrafen. Ja, wir erwarten eure Antwort und eure Taten. Alles klar, also die Mine muss versiegelt werden, aber warum denn? Ich meine, was macht ein Schmied ohne Metall? Ist doch gar nichts dann hier. Ich habe gerade die Schmiede gefunden. Ist doch kacke, was... Hat er keine Arbeit mehr. Okay, das Gewitter ist schon ein bisschen laut. Legt noch eine Notiz. Für die Bewohner von Burton. Die Kunde über das Verschwinden des Kuriers hat den König in Sorge versetzt. In seiner Abwesenheit kann der König nur Vermutungen anstellen, dass der Schmied versagt hat, das Verlangen der Hoheit zu erfüllen. Zu der Zeit, wenn ihr diese Notiz erhaltet, wird eine kleine bewaffnete Truppe entsendet und nächste Woche ankommen. Sie werden den Eingang von der Burton oder der Mine in Burton besiegeln und jeder, der den Anweisungen des Königs sich widersetzt, wird exekutiert. Ich würde sagen, das ist irgendwie so mittelalterliches England, oder? Alles andere wäre ein bisschen komisch. Keine Ahnung. Oh, guck mal hier. Sieht nett aus. Kann ich mir bitte mal eine Plattenrüstung schmieden? So plus 5? Noch so einen richtig geilen Beehänder der Zerwemsung. Das finde ich schön. Soll ich jetzt in die Mine gehen, ja? Ich will mir so eine Spitzhacke noch mitnehmen. Oh, eine Fackel. Sieht aber nicht so aus, als ging es da vorne weiter. Oh, Job done, würde ich mal sagen. Was? Oh ja, ich schlachte dich. Die Fackel geht aus. Oh, ich habe Gänsehaut. Was passiert? Das Spiel ist fertig. Cool. Es war echt nicht lang, aber ich habe ja gesagt, 3 kurze Horrorspiele und ich finde das dritte... Oh, ja. Sieht man es vielleicht ein bisschen. Hat mir jetzt echt Bock auf mehr gemacht, aber es ist jetzt leider fertig. Und da haben auch mit Abstand die meisten Leute mitgemacht. Kribbelt mir überall so ein bisschen. Ja, das war's mit 3 kurzen Horrorspielen, Leute. Ich bin der Bruger. Ja. Und ich muss gerade mal gehen. Das macht man nicht, ist unhöflich. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst mir auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da, wenn ihr möchtet. Und schreibt mir einen netten Kommentar, wenn ihr wollt. Ja. Auch wenn es euch nicht gefällt, würde ich mich trotzdem über eine positive Bewertung freuen. Das zeigt mir doch, dass ihr Bock habt auf Horrorspiele und mehr sehen wollt. Nicht wahr?
nicht wahr?